Die wissenschaftliche Tagesschau heute, News für Gebildete und nur für Gebildete. Besser ist das, dass jetzt ständig, gerade in der Heute-Sendung vom ZDF, ständig geredet wurde über Ausstieg. Denn es ist auch besser so, dass darüber jetzt ständig geredet wird, denn wenn die Daten des Statistischen Bundesamts Wiesbaden zukünftig nicht gefälscht werden, wird das möglicherweise sehr peinlich werden. Und dann ist es besser, wenn man so schnell wie möglich rausgeht und die Leute das so schnell wie möglich vergessen. Denn was passiert, wenn dann zum Beispiel rauskommt, was ich vermute, dass wenn wir die Sterbestatistiken 20, also 2020 und 2021 dann zusammennehmen, dann durch zwei teilen und dann dieses Ergebnis vergleichen mit den Vorjahren, mit den letzten 5 Jahren, dann werden wir feststellen, dass in der Summe wahrscheinlich genauso viele Menschen gestorben sind, denn wir haben quasi mit den ganzen Maßnahmen für Milliarden von Euros einfach nur den Sterbezeitpunkt von Leuten ein paar Monate verschoben möglicherweise. Ja, denn sozusagen, es kann ja sein, dass es sich letztendlich nur um Menschen gehandelt hat, die sowieso so einen kranken Lebensstil gelebt haben, dass sie schon viele Vorerkrankungen hatten und wegen dieser Vorerkrankungen werden sie jetzt aufgrund der Maßnahmen sozusagen, werden sie jetzt nicht mit ihren Vorerkrankungen an Corona sterben oder mit Corona sterben, sondern sie werden ein paar Monate später sterben und sie werden dann wahrscheinlich dann spätestens im nächsten Grippewinter wie an der Grippe dann sterben. Und was haben wir dadurch gewonnen? Ja, ein paar Monate Leben für wahrscheinlich Gelder, die wirtschaftliche Schäden, die in die Billionen gehen dürften, könnten. Ja? Also das sind dann die teuersten Monate, die da erkauft wurden. Und ob diese Monate Lebensqualität haben, ist dann wieder die ganz andere Frage. Denn wenn die Leute 3, 4 Grunderkrankungen haben, bei denen sie ihr Leben sowieso schon am seidenen Faden hängt, hat das garantiert keine Lebensqualität mehr. Ne? Ja, also 3.000, jetzt hört, ZDF heute, Originalton, 3.000 starben in Verbindung mit dem Virus. Nix mehr starben an Coronavirus oder an, ja, sondern 3.000 starben in Verbindung mit dem Virus. Ja, also quasi die Sprachregelung ändert sich sozusagen, das Wording ändert sich. Ja, damit man hinterher nicht so viel Prügel kriegt, wenn sich dann vielleicht 2021 am Ende rausstellt, dass das Ganze ein riesiger Menschheitsirrtum war. Wir wissen es nicht, aber ich habe den dringenden Verdacht, aber das ist nur ein Verdacht, das ist nur eine Vermutung, dass das alles der gleiche Riesenschwindel ist wie mit der Schweinegrippe. Jetzt muss ich natürlich wieder die Beweisführung machen. Es hängt mir zwar selbst zum Halse raus, aber ich muss es machen, denn ich kann ja nicht ohne Beweisführung sozusagen einfach nur hier sozusagen sagen, dass ich kein Wort von dem glaube, was ein Arzt sagt oder ein Professor Drosten sagt und so weiter. Oder das Robert-Koch-Institut sagt, deswegen, weil die naturwissenschaftliche Beweisführung, die naturgesetzliche Beweisführung sagt, man solle keinem Arzt auch nur ein Wort glauben, auch wenn es immer die Ausnahmen gibt, die Wodak und Co., die Dahlkes und all die anderen klugen Ärzte, Professor Hockerts und so weiter, all die nachdenklichen Ärzte, ich glaube mittlerweile 30, 40 dieser haben sich geäußert,
Dr. Schiffmann und all diese klugen Ärzte. Das sind eben die Ausnahmen und davon gibt es auch bei den nextscientistsforfuture.de sehr viele, ja, von diesen Ausnahmen von der Regel. Aber warum ist die Regel so, dass man erstmal einem Arzt kein Wort glauben sollte? Es sei denn, man erkennt, dass er wie Dr. Medgard Reuter mit TH so, sozusagen einen inneren Abstand von den Irrlehren der Medizin bekommen hat, ja. Eben ganz kurz wieder, ich mache es ganz schnell und verweise auf die 4 Homepages und die über 400 Videos, über 400, jetzt 410 Videos, anderen Videos. Also ganz schnell. Der erste Heiler, Arzt, Vorläufer vor 170.000 Jahren sagt, ja, hier, nee, das Einzige, was euch krank macht, ist diese moderne Ernährung, da, was die Händler so rumbringen, das ist offensichtlich krankmachender Schrott und schwächt euer Immunsystem und so weiter und lebt einfach mit Naturnahrung weiter und so weiter. Ja, und dann irgendwie der hunderttausendste Heiler irrt sich, denn Mutation und Selektion, Variation und Selektion, dieses größte Naturgesetz des Universums sozusagen erzwingt, dass irgendjemand auch sich mal irren muss, ja, und wenn er nur einen Gehirnschaden hat oder irgendwas oder eine Mutation im Gehirn. Aber auf jeden Fall irrt sich dieser Heiler, dieser Früharzt und sagt, nein, ihr könnt ruhig all das essen, was die modernen Lebensmittelhändler so alles bringen heutzutage, diesen ganzen Chemie-Cocktail, den könnt ihr ruhig weiter essen. Dr. Med. Rüdiger Dahlke hat ja sogar regelrecht gesagt, dass ja die heutige Schulmedizin ja die Menschen davon abhält, sich der Gefahr der Ernährung, der falschen Ernährung und der Fehlernährung bewusst zu werden. Da ist doch ganz klar, denn dadurch erhält man sich eine Dauerarmee von Kranken und damit von Dauerkunden, die immer wieder krank werden und dadurch verdient man viel, kann hier 2 Kinder ernähren, hier kann eine ganze Familie, eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen, während dieser hier irgendwann hier, der Urenkel muss die Wanderpraxis schließen, denn mit der Wahrheit kann man unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, eben nichts verdienen. Und da will ich jetzt nur schon mal darauf eingehen, dass ja sozusagen Dr. Med. Rüdiger Dahlke ja sozusagen jetzt sagt, ich glaube mittlerweile, dass der Satz nicht mehr gilt, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern dass das sich um ganz bewusste, geplante, dieser Film Arte, die Profiteure der Angst aus Arte, der hätte ihn überzeugt, sagt er ja so ungefähr, dass das doch alles ganz mit ganz klarer Absicht die Menschheit abgezockt würde durch die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie. Ich bezweifle das. Ich gehe davon aus, dass die pharmazeutischen Konzerne ihre Irrtümer alle glauben, ja, und sozusagen und wirklich überzeugt sind, dass es ohne sie nicht geht und so weiter und dass einfach nur halt gewinnbringende Irrtümer sind, an die sie selber glauben und dass da keine böse Absicht dahinter steckt und dass sie wirklich nicht wissen, was sie tun und so weiter. Aber eben Dr. Rüdiger Dahlke würde also so sagen, ja, die freie Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, von der er ja der Chefideologe ist sozusagen, der mit seiner freien sozialen Marktwirtschaft begünstigt das eben dazu, dass dann die Pharmakonzerne der Menschheit solchen riesigen Schaden zufügen können. Ja? Gut. So, dann fange ich mal ganz vorne an. Nach der Heute-Sendung von ZDF geht es jetzt hier weiter. Noch einmal die Bemerkung.
da die Weltbevölkerung, und ich mache dazu ein schöneres Bild, da die Weltbevölkerung immunschwach ist, stirbt sie vorzeitig an Keimen. Denn der Naturzustand des Menschen ist wahrscheinlich mit 127 Jahren sozusagen still und leise einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, also ohne Krankheit zu sterben. Einfach nur, weil die reine Altersschwäche urabgelaufen ist, so circa mit 127. Ja? Dass wir alle so an Krankheiten sterben, ist wohl der Tatsache zuzuschreiben, dass wir alle einen total krankmachenden Lebensstil haben mit maximaler Umweltvergiftung und so weiter. Und dadurch haben wir alle so schwache Immunsysteme, dass wir eben vorzeitig an Keimen, Viren aller Art sterben. Diesmal hat halt Corona diese Aufgabe übernommen. Das ist doch eigentlich kein Grund für Staatszerstörung. Es sei denn, es würde sich dann an den Staatsstatistiken 20 und 21, den Sterbestatistiken, wirklich beweisen lassen, dass also sozusagen, naja, das lässt sich schlecht beweisen. Also es müsste sich bei den Statistiken anderer Staaten zeigen, dass die wirklich ungewöhnlich hohe Sterbezahlen jetzt haben, die auch nicht durch geringere Sterbezahlen im nächsten Jahr ausgeglichen werden. Ja, wenn es jetzt so ist, dass Corona zwar aggressiv ist, ja, aber eigentlich trotzdem nur die tötet, die sowieso in den nächsten Monaten fürs Sterben sowieso anstehen, sozusagen. Und dann wäre es ja so, dass die zwar vielleicht, die weniger Maßnahmen gemacht haben, jetzt zwar vielleicht dieses Jahr eventuell sogar eine höhere Sterbezahl haben, also in den Sterbestatistiken einen Sterbebauch haben, aber dafür dann im nächsten Jahr einen geringeren Bauch haben, weil ja die, die das nächste Mal dran wären mit dem Sterben, ja dies Jahr schon weggeholt worden sind. Und dann ist es sozusagen so, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert. Das Schlimme wäre nur, wenn jetzt also dieses Jahr bei einem Staat, der also weniger Maßnahmen macht, wie Weißrussland oder Schweden und so weiter, wenn jetzt da ganz hohe Sterbezahlen für das Jahr 2020 dann kämen und im nächsten Jahr 2021 wieder normale Sterbezahlen. Das würde nämlich bedeuten, dass das Coronavirus tatsächlich die Kraft gehabt hätte, wirklich auch eigentlich nicht fürs Sterben vorgesehene und vorgemerkte Menschen getötet zu haben. Und dann könnte man sagen, ja, dann waren doch die Maßnahmen hier bei uns, diese harten Maßnahmen, doch gerechtfertigt. Aber das wissen wir dann vielleicht erst Ende 2021, wenn da die Statistiken rausgekommen sind. Naja, wird wahrscheinlich dann überhaupt niemanden mehr interessieren, ne? Die segensreiche Monogamie und das Kontaktverbot. Ja, also die viele Menschen glauben ja, dass die Monogamie eben nicht nur ein kapitalistisches, sozialmarktwirtschaftliches Unterdrückungsprodukt ist, sondern sie glauben ja, die Monogamie sei ein menschliches Naturphänomen. Ja, dann ist es nur halt so merkwürdig, warum diese segensreiche Monogamie, wenn sie doch so naturgegeben ist und wenn jetzt also sozusagen diese Monogamie zusammenkommt mit dem Kontaktverbot, anstatt dass doch die Menschen sich dann lieben, kommt es zu massenhafter Gewalt in Partnerschaften. Ja? Warum denn? Vielleicht deswegen, weil die Monogamie einfach eine unerträgliche Lebensform ist, in der man nach und nach den Partner mehr hasst, als dass man ihn liebt, ja, weil es sie wieder natürlich ist. Ne? Also wie wollen sie denn, wenn diese Leute, diese ganzen Rechtsextremen, die alle sagen, ja, das ist doch,
Wir leben doch in der idealen aller Welten mit dem Kapitalismus, mit der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, das ist doch die ideale Welt. Aber wieso fangen sich dann die Leute in den Monogamien totzuschlagen, wenn das doch die natürliche Lebensweise ist? Nur wegen ein bisschen Kontaktverbot, wo sie sich doch freuen könnten, dass sie jetzt ihren Monogamiepartner noch mehr genießen können. Ne? Also das sind so Widersprüche, also das ist irre, ja. Also das deckt sich viel besser mit der naturwissenschaftlichen Analyse, dass möglicherweise eben der Mensch ein Gruppenehetier ist und niemals ein Monogamietier war, ne? Oder eben vielleicht war es vor 10 Millionen oder 20 Millionen oder 30 Millionen Jahren, aber nicht in den letzten 4 Millionen Jahren, ne? Ja, also Rüdiger Dahlke spricht auch nochmal so, da so von wegen Wildkräutern, wenn ich mich recht erinnere, hat er so Sachen erwähnt wie Löwenzahnsalat und ich glaube Brunnenkresse hat er, glaube ich, auch genannt, ne? Ja, und wie gesagt, diesen Gegensatz Dahlke gegen Krall habe ich ja erwähnt. Also Dahlke würde sagen, diese scheißfreie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, die uns also solch einen Terror der Pharmaindustrie beschert. Ja, also so würde sich ja wohl Dr. Rüdiger Dahlke jetzt äußern, wenn er hören würde, wie Markus Krall diese fürchterliche Marktwirtschaft verherrlicht. Ne? Ja, dann war ja auch die Meldung von der Leopoldina, ne, das war ja auch in heute dann jetzt nochmal wiederholt worden, Schulen auf und so weiter, Schritt für Schritt. Ja, es besser ist das, ne? Also wird ja auch Zeit, ne? Ja, das Komische ist, dass niemand die Next Scientist for Future.de fragt, weil der dann wahrscheinlich zu viel Kritik vielleicht rüberkommen könnte. Ne? Das ist halt so. Die Leopoldina scheint so ein obrigkeitshöriger Wissenschaftsrat zu sein, also völlig irrelevant, ne, und uninteressant. Ja, so ähnlich wahrscheinlich wie der Rat der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, die 5 Wirtschaftsweisen, die alles, die auch so total hörig gegenüber der freien sozialen Marktwirtschaft sind, ne? Total unkritisch. Ne? Naja, gut, eben keine echten Wissenschaftler halt. Ja, vielleicht werden die teuren Särge gar nicht mitverbrannt. Also das so viel zu Weißrussland nochmal. Ich hatte ja letztens gesagt, dass man gucken sollte, wie es mit den Särgen ist, mit der Nachfrage nach Särgen in Weißrussland. Denn da könnte man ja dann so einen Hinweis auf die tatsächlichen Sterbezahlen bekommen. Aber vielleicht sind die Weißrussen so clever und verbrennen die teuren Särge gar nicht mit, sondern nur die Leichen alleine. Und dann kriegt man natürlich keine erhöhte Nachfrage nach Särgen in Weißrussland, ne? Ja, und dann, jetzt wird das Sterben, ja, nochmal der Satz, jetzt wird das Sterben vielleicht verhindert, dass dann spätestens im nächsten Winter nachgeholt werden dürfte. Also falls ungefälscht wären die Sterbestatistiken 20 und 21 zusammen und durch 2 geteilt, interessant im Vergleich mit den Sterbestatistiken der Vorjahre, ne? So, vielleicht fällt das Ganze dann rau auf und Arte macht wieder einen Bericht über die Profiteure der Angst beim Coronavirus als Nachfolgesendung zur Schweinegrippe-Sendung. Ne? Und dann wiederholt sich das Spiel. Und ein paar Jahre später kann man das Spiel mit der Bevölkerung wieder machen, denn die Menschheit ist zu dumm, um das zu durchschauen. Ja, so. Ja, dann habe ich es endlich geschafft, so für mich einen Weg zu finden, diesen Sportmangel und diese Sporthallenschließung auszugleichen, indem ich mir einfach hier Internetvorträge, also Internetsendungen mit vor allem textlastige Internetfernsehsendungen anzuhören und dabei, ich könnte sie gar auch anschauen, ich habe ja genügend Bildschirme hier, aber dann auch eben sozusagen zu Hause bei mir habe ich auch so viel Bildschirme, aber ich in erster Linie höre ich dann zu und jogge und mache Gymnastik
um den Bewegungsmangel auszugleichen. Kann ich nur sehr empfehlen. Ne? Dann braucht man noch nicht mal mehr draußen joggen, sondern bei offenem Fenster kann man dann sozusagen joggen und kann dann interessante Vorträge hören. Manche gehen ja auch joggen und haben das dann auf dem Kopfhörer, solche Vorträge oder Internetsendungen. Ne? Ist ja auch eine Alternative. Ne? Aber ja, gut, mir fällt es halt immer ein bisschen schwer. Und wenn ich Bewegungsmangelsymptome habe, dann kann ich ja jetzt mal auf die Schnelle in der Wohnung joggen. Ne? Südafrika, ja, also Südafrika war auch in heute Sendung ein Thema. Ja, bis jetzt sehr wenig Tote und das ist doch total verdächtig. Warum haben die so wenig Corona-Tote, obwohl bei denen doch die bei den Ärmsten ein Arbeitsstopp wahrscheinlich ganz unmöglich sein dürfte, weil die dort verhungern? Oder seit wann hat Südafrika einen ausgebauten, großzügigen Sozialstaat? Keine Ahnung, ne? Also müsste man mal klären. Also wäre das nicht, ist nicht Südafrika damit ein Beweis, dass es kein Killer-Virus ist? Müsste dann nicht die ganzen armen Viertel schon längst alle tot sein? Ja, also bei einem echten Killer-Virus, ne? Ein Fragezeichen, müssen Sie mal nachdenken drüber. Ne? In Belarusland, also in Weißrussland, da Belarus, da sind jetzt also weniger Zuschauer, berichtet die Heute-Sendung sozusagen in gewisser Weise triumphierend. Hat, also unsere Panikmache hat endlich funktioniert und auch die angesteckt. Also es kommen jetzt weniger Zuschauer zu manchen Fußballspielen. Aber ob denn zum Beispiel in den Diskotheken, in den Clubs zum Beispiel, da wirklich weniger Leute kommen, das wäre doch mal interessant, ne? Denn da müssten sich ja eigentlich mittlerweile Millionen von Leuten angesteckt haben und alle schon tot da niederliegen. Ne? Und wie gesagt, interessant ist ja, ob es sich um Menschen handelt, die sowieso diesen Winter oder nächsten Winter zum Sterben vorgesehen waren oder ob wirklich zusätzliche Menschen sterben. Das ist also so die Gretchenfrage. Ne? Ja, und dann muss ich leider wieder sagen, im Internet, ja, dieser ganze Rotz da, ja, Sie kennen das ja mit diesen ganzen kriminellen Beleidigern und Diffamierern und Verleumdern im Internet. Sigmund Freud hat ja damals schon gesagt, ja, wenn wir irgendwo einen Ort haben, wo kein Licht ist, da sammelt sich das ganze dunkle Gesindel der Stadt. Und da es im Internet immer noch kein Licht gibt, dass man Verleumder und Untersteller und Beleidiger und so weiter, die mit per Knopfdruck nicht einfach der Kriminalpolizei melden kann und die sofort die Strafen vollziehen und so weiter. Solange haben wir da einen rechtsfreien Raum und das Gesindel tanzt natürlich. Und ich muss sagen, also der Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution und Atlas-Initiative, also ich kann nur sagen, es ist erschreckend. Die Leute, die ihm zujubeln und die für ihn kämpfen, das ist das gleiche unterirdische, rechtsextremistische, verfassungsfeindliche Gesindel, das damals Hitler mehrheitlich zugejubelt hat. Eben Nazis und Faschisten durch und durch. Und da sollte Dr. Markus Krall auf keinen Fall stolz sein, wer da so im Internet für ihn kämpft und die Rolle des Beleidigens und des Verleumdens und des Unterstellens. Da wird also, einfach munter werden Dinge unterstellt, die man nie im Leben gesagt hat. Spielt ja keine Rolle. Es geht ja immer bei solchen Nazis und Faschisten geht es eben nur um Verleumdung und Beleidigung und so weiter. Und wie gesagt, diese ganzen Nazis und Faschisten betrachten Sie, Dr. Markus Krall, als Ihren Chefideologen und Ihren neuen Hitler. Und das sollte Sie sehr beunruhigen und zutiefst beunruhigen. Ja? Tschüssi, das war die wissenschaftliche Tagesschau heute vom 13.04. abends. Tschüssi.